I rewired the security code of the experimental full containment area to 88009. Ich weiß wirklich nicht, ob ich jetzt auf das Spiel sauer sein soll, weil es Locke in einem Stockwerk versteckt ist, oder auf mich, weil ich dran gedacht habe. Naja. Jedenfalls haben wir das jetzt endlich erledigt. Nach 16 Minuten oder so. Sinnleerem Rumrennen. Hi! Und tschüss. Ja. Lass mir auch aus dem Weg gehen. So, also. 88009. Ja. So, ich kann mir nicht merken, ist das jetzt eine Maschine da vorne oder ist das was Lebendes? Ein Cyborg, also eigentlich beides. Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, Stahl drauf zu schießen, aber gut. Doch, tschüss. Okay. Wrench, Wrench. Ja, hier auch noch, aber Spinne, hi. Gut, noch ein Code. Juhu. Super. Sollte ich mich heilen? Möglicherweise. Gut, da ich den Code wieder nicht habe, einfach mal ganz feige und asozial und voll nicht immersiv und gegen das Spiel verstoßend hacken. Es ist was schwer. Gerne an. Gut. Nach Deck C also. Also so irgendwas hier? Ich glaube nicht. Ne? Nehmen nur die Eier. Wenn nicht mal was drin ist. Ah, doch hier. C-Organ. Ich habe genug Hypos, danke. Ich habe überraschend wenig C verwendet. Fällt mir gerade auf. Hi. Von oben. Warum habe ich die Prisma mitgenommen? Ich weiß es nicht. Weg mit euch. Ihr seid nicht sinnvoll. Da. So, haben wir es jetzt vielleicht endlich hinter uns? Können wir fliehen? Erstmal speichern. Nach Deck C wollten wir, glaube ich. Meine ich mich so dunkel dran zu erinnern. So, jetzt ist die Frage, finde ich mich nochmal in Deck C zurecht? So, hier waren ja hauptsächlich Maschinengegner, nachdem ich so höre. Jo. Hi, hi, hi. Andersrum. Hi. Potential threat detected. Potential threat detected. Egal, ich renne nur hier durch. Okay. So viel dazu. Gut. Gut, dass ich jetzt weiß. Dann können wir das jetzt etwas vernünftiger angehen. Alles hier richtig? Ja. Hatte ich echt volles Leben? Überrascht mich jetzt, aber anscheinend. Seeschild. Seeschild ist gut.
Standardmunition muss reichen. Ich möchte hier lang. Ja, lass mich bitte einfach in Ruhe. Blank, blank. So. Gut, dann ist das erledigt. Hi. Ah! So, noch ein Hirn, noch ein Hirn. Wäre es dann sogar noch mal zu verschwinden? Neuer Versuch. Langweilig wird's ja nicht. Nein, ich lebe keine Hotkeys dafür. Warum? Gut, Antiperson. Ich denke mal, diese Hirnstamme, Stämme, Stammreste, was weiß ich, zählen ja, glaube ich, immer noch als Personen oder Teile davon. Hi. Es sieht zumindest so aus. So, ob du jetzt als Person zählst, keine Ahnung. Einmal nicht. Ich sollte vielleicht im Aufgang speichern. Können wir uns den Weg vom Aufzug aus sparen. Aber es hat so einen gewissen Flair von großem Finale. Das ignoriere ich jetzt einfach mal so speichern. Da. Nein, das ist eine bessere Option gewesen. Ich möchte einfach nur durch, danke. Sofort, mein Herr. Kann ich Ihnen helfen, etwas zu finden? Kommst du? Nein. Gut. Doch? Nein. Sehr schön. So, Psi. Ineffizient, ja, aber... Ich brauche das Psi sowieso für nichts sonst. So. Du sollst nicht AP, sondern du sollst eine Person. Jawohl. Dich hätte ich auch gern mit Pellet-Munition. Okay, dann flüchte halt. Soll mir auch absolut recht sein. So, Schirm. So, speichere einfach jetzt nochmal. Ist, glaube ich, effizienter. So, guten Tag. Hardcore? Ja, dezent. Dann kümmere ich mich erstmal um den Rumbler hier. Gut, das soll mir absolut recht sein. Ducken. Für den Rest reichen die normalen Kugeln, denke ich.
Ich hätte speichern sollen. Puh. Dumm, 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 dumm. Oder speichern. Oder von Hand speichern ist eine Option, die hat man in modernen Spielen gar nicht. Und ich habe jetzt nicht recht. Was auch los jetzt? Es wird nie langweilig, ne? Also. Gut, doch Essen. Rumbler, also. Ja, ich denke erstmal an Rumbler, denn der Reaver, der ist ja erst kaputt, wenn man kaputt schießt und respawnt direkt mit den Hirnresten. So, jetzt war ich aber. Ist zwar wirklich absolut nicht im Sinne des Spiels und auch nicht im Sinn von den beiden Autoren ja inzwischen, da wo der ja stark mitgemacht hat, was ich so gesehen habe. Okay. Du bist weg. Das da ist weg. Hier war auch noch eins. War kaputt? Nee, da war's. So. Fällt nicht als Person, okay. Na, ne, Kryo... da. Kryokinese, danke. Nochmal laden. Dann mache ich erst das Ding fertig. Wahrscheinlich. Einfach Standard. So ist gut. Mach ich Schaden? Ich hab minimal. Okay, schieß also doch noch. So viel Trial and Error hier, aber ich bin nun mal kein Hardcore-Spieler. So leid es mir auch tut. Macht ihr das vielleicht Schaden? Nicht nennenswert. Das könnte jetzt eine ganze Weile dauern. Besonders wenn ich daneben ziele. Ich weiß wirklich nicht, was man das hier einordnen soll, denn... Nein, du kommst nicht näher. Ja, das ist es definitiv nicht. Ach komm! Dann machen wir es halt nochmal. Es war irgendwie klar, dass mich das jetzt noch so im letzten Moment trifft. Nee, schaut es auf die Distanz, ist eine ganz schlechte Idee. Ne, so. Standardmunition, bitte. Hab doch eigentlich die Beischussautomatik. Ich frage, es bringt sie was? Außer dass meine Pistole rasend schnell wieder mal schlechter wird. Munition verbraucht. Sollte mich vorher vielleicht heilen. Ich mal einen weiteren
Das überstehe. Andererseits, es sind 28 Leben, also... Ich werde mich nicht auf den Nahkampf mit dem Vieh einlassen. Das sage ich jetzt schon. So, Dreischussautomatik, bitteschön. Andererseits, ach komm. Kostet mir jetzt nicht so viel das Ding. Oder die. Wie heißen die eigentlich? Hier was bei? Einfach. Schild deaktiviert. Na, wo ist es? Da. Treffe ich einmal ein, drei Schüssen, dann verzieht das da schon vorher. Munition verbraucht. Munition verbraucht. Führen wir seinen kleinen Kampftanz auf. Versuchen unsere Pistole nicht vorher schon zur Runde zu richten, denn das wäre unglaublich doof. Apropos zur Runde richten. Munition verbraucht. Noch ein Standard. Ah, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's, ja. Das ist ganz so optimal. Das muss geändert werden. So sofort. Munition verbraucht. So nah dran. Zuerst vielleicht doch als Person. Vielleicht, das macht zumindest halbwegs vernünftig Schaden. Munition verbraucht. So. Ich hoffe jetzt menschlich, dass es alle waren. Die Organ brauche ich nicht, danke trotzdem. Da ist noch Slugs und... Ah, das Wupp-Wupp-Wupp. Gut, das bringt mir jetzt was genau? Außer ich jetzt die Reaver los bin. Eine Lok bringt's mir, okay. Soldiers bring all our arms. Within a few hours, the transformation will be complete. And we will be able to strike our foes like never before. Many have sung to me. Tell me how to add to our mass. We will send our seed to the next vessel. It will sing to the officers there. And bring them to us. We will use that soldier as our pawn until we get the canister. Then that cyber idiot will feel sorrow. Glory to the mast. We are the many. Ich habe gerade keine Lust mehr, diese Mission fortzusetzen. Aber ich muss wohl. Shuttle, Shuttle, Shuttle. Was war nochmal das Ziel? Mal so in den Kampf vertieft, ich weiß gar nicht, was wir machen sollten. Auch ganz tot, also die Gallo verlassen. Shuttle-Rampen. Waren die auf Deck B? Man, es sieht nicht nach irgendwas aus hier. Mir fällt gerade auf, hatten wir hier eine QBR? Na egal. Besser so als anders. Speichern. Ich hätte es fast wieder vergessen gehabt. Beschämend, beschämend. So. Einmal noch einen Schirm. Nur, um ganz sicher zu gehen. So. Es dürfte Deck B gewesen sein, ja. Ja, genau wegen sowas. Nein. Du versorgst mir jetzt nicht meinen Lauf auf den letzten Metern. Ich meine, es wäre B gewesen. Na, wir werden es ja gleich sehen. Shuttlebase, yo. Alle wäre das hier.
Das dürfte ein recht großer Weg werden. Okay, erstmal richtig angehen. Geradeaus, geradeaus, rechts, links. Bringt nichts. Also rechts, rechts, links, geradeaus. Rechts, geradeaus. Shuttle Base. Meinte ich an mich noch dran? Schauen wir mal. Ich ignoriere das einfach mal. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier eine QBR hatten. Hier war er versperrt, okay. Ein Shuttle. Die Frage ist jetzt, was mache ich mit dem Kanister? Einfach draufziehen? Nö. Wo kam der Kanister hin? Ich weiß, dass ich so ein Ding hier gesehen habe. Irgendwo. Aber wo? Kein Plan. Ach nee, bringt mir auch nicht viel. Da ist nur Fracht. Da kam ich nicht durch. Ne? Jo. Keine iPods mehr. Ich meine, es sollte ja logischerweise irgendwo in der Nähe der Shuttles sein, aber... Maintenance Shaft? Maintenance, Maintenance? I... Hier irgendwo... Nö. So, jetzt habe ich die Kursi. Ah, das ist ein Raketenwerfer. Ah! Enervierend. So. Der Medipack habe ich auch schon aufgebraucht. Boah. Ah. Auf den Dorm aus der Karte. Was Sinnvolles. Tage bei Science. Ah. Nein. Lass mich in Ruhe. Hirn. Und diese eine Sache, wo ich absolut nicht weiterkomme. Ah. Nein, das hier ist eine Sackgasse. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Frage ist, hatten wir eine QBR? Ja. Sehr schön. Ich glaube fast, ich mache hier noch... Ach, ein bisschen was suche ich noch. Ich meine, wo könnte das Receptacle dafür sein? Was drauf? Dick C? Da war ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen habe. Möglicherweise. Logischerweise wahrscheinlich direkt bei den Shuttles. Dann zerfetzt du mich. Schon wieder diese Sackgasse. Ah! Ja, schießt du halt. Hier war definitiv nichts von Interesse, außer euch beiden, die euch gerade gegenseitig abschießt, das ist sehr schön. Beziehungsweise ist es nicht. Ein Arsch.
Das war aber nicht da drin, ne? Muss irgendwie beim Shuttle gewesen sein. Am Shuttle oder in der Nähe davon. Das ist ja komplett verstellt. Ja, nein, aus. Böse Hebamme. Hier noch eine? Ja. Sofort geschüttet nach Esi, schleicht's von hinten an. Ah. Wo kommst du denn her? Ja, ich meine, das ist schon mit dem hergekommen sind. Das ist mir schon bewusst, nur... Was für einen Shuttle sollte ich nehmen? Ich gucke einfach mal nach. Wenn es kurz ist, schneide ich es dran. Und wenn es nicht kurz ist, dann haben wir noch ein Part. Also, bis zum nächsten Mal. Nö, wir machen doch noch nicht Schluss. Ich mag ja manchmal ein bisschen was bescheuert sein, aber... Ach, keine Ahnung. Lass uns einfach dabei. Au. Ja. Bin ich ein Held oder was? So, muss reichen. Es war tatsächlich auf Deck C. Also mal schauen, ob ich den Weg dann noch zurückfinde. Und es hat sich nicht wirklich gelohnt, da noch mal ein paar zu machen. Das handelt sich jetzt nur noch um wenige Minuten. Dann zerfetzt mich aber bitte erst gleich, nämlich dann, wenn ich hier fertig bin. Nein, hier geht es nicht lang. Was? Ruhe. Nee. Ja, hier durch, danke. So. Aufzug, bitte. So. Aufregenerieren, denn es ist ja mein Deck-See, wo wir hinwollen. Das grauenvollste Deck von allen. So, muss reichen. Also dann auf zu Deck-See. So, hoffentlich geht's jetzt ohne größere Probleme. Hi. Nein, können Sie nicht. Alles in bestester Ordnung. Danke. All systems functional. Commencing launch sequence in 3, 2, 1. Setting course for the UNN Antigua. Estimated travel time, 54.6 hours. All systems are functioning within acceptable parameters. No alerts to report. Incoming transmission. Du hast Glück, dass du noch lebst. Nach über 2 Tagen Flug wirst du von der UNN-Antigua aufgesammelt. Du versuchst sie davor zu warnen, wie gefährlich die Gallo ist, aber sie ignorieren deine Warnung und gehen halt auf die Gallo, um nachzuforschen. Die Marine schafft es, die Masse zu überwältigen, womit die Gefahr ausgelöscht ist. Natürlich nehmen die UNN-Wissenschaftler mehrere Proben für wissenschaftliche Studien, um vielleicht die Mutationen besser zu verstehen und ein Gegenmittel zu entwickeln. Nach einer Woche in Kryoerholung
um wieder zum Leben zu erwachen. Irgendwie wachst du auf. Da. Die Juden in Antigua. Schön, schön. Ja, das hat man ja schon mal gehört. Also, haben wir jetzt einen Level-Wähler-Code. Für ganz am Anfang. Ich hatte schon vermutet, globales Onscreen, ich glaube, das war Onscreen, dass wir da sowas in Richtung hatten. Ja, dann denke ich mal, dürfte das so ziemlich gewesen sein. Weiß nicht, wohl, dass wir wirklich 2 Tage unterwegs waren. Ich meine, naja, es wirkt etwas absurd, 2 Tage unterwegs zu sein. Aber gut, das ist einfach so interplanetare Maßstäbe. Was gibt's dazu zu sagen? Ja, es war teilweise fast frustrierend, aber nur fast. Auf jeden Fall war es schwer. Aber ich meine, das stand drauf. Von daher bin ich selber schuld, dass ich mir diese Fall ein bisschen ausgesucht habe. Es war nicht schlimm. Es war einfach nur teilweise ein bisschen was sehr viel. Und vor allem der Frust, weil ich zu blöd war zu speichern oder mich an Sachen zu erinnern. Ja, wie auch schon auf SystemShock.org gesagt wurde, Famicom an sich ist super wunderbar. Die Audiologs könnte man noch was verbessern, sind aber generell okay. Wir beenden das jetzt, glaube ich, nehmen einfach nur diese Station hier hacken. Security Access compromised. Security Access compromised. Dies sieht sehr sicher aus. Joanimo! Jo, soviel dazu. Ciao, bis zum nächsten Projekt.